Pfingstwochenende, das Wetter ist schön und wir haben Sommerfeeling. Das haben wir richtig in diesem Dessous-Geschäft für Bademode. Naja, es gibt Bademoden, auch für größere Cups und für alle, die nicht so gut gebaut sind. Für mich ist das Lokal quasi der Cup der guten Hoffnung. Das Wochenende wird heiß und zum Baden. Wie sieht's aus mit der Mode? Sehr gut sieht aus mit der Bademode. Sehr viele Modelle, bunt, Uni, große Größen, kleinere Größen für Damen, die etwas mehr Volumen haben. Da bin ich sehr gut aufgestellt und berate auch sehr gerne die Frauen und bin für sie da. Wir sind hier im Garten bei Rustica. Es ist warm. Gibt es hier italienisches Flair? Sicher. Italienisches Wetter. Und bei uns gibt es schon ein gutes Feeling. Bleiben Sie Pfingsten hier in Wels oder fahren Sie weg? Nein, also ich fahre heute wieder weg, aber sie ist in Wels. Bei India in Wels, das Wetter ist schön, es ist warm. Wird Ihnen nicht zu heiß beim Essen, bei der Schärfe? Nein, es ist derweil noch ertragbar. Wir freuen uns natürlich sehr. Der Wetterbericht sagt auch nächste Woche, dass es wieder schön ist. Das treibt uns natürlich draußen in die Geißgärten und wir genießen es sehr. Agape, italienisches Flair, wie der Name schon sagt. Ja. Was gibt es denn da Feines? Bei uns gibt es, wir sind mediterrane Küche, bei uns gibt es Pasta, viel von Fisch, Fischgerichte, immer frische Fische aus Kroatien und sehr viele Haltgerichte mit Fisch. Einfach für unsere mediterrane Küche, was unsere Gäste wirklich sehr gerne essen bei uns. Bitte schön. Du hast da gerade ein gutes Eis gekauft. Kennst du den? Kaufst du öfters bei diesem Geschäft? Ja, in die Pausen von der Schule. Also ich gehe da in die Schule in der HTL Wels und in die Pausen gehen wir öfters um. Das bringt ein Summer-Feeling, gell, zu Pfingst. Stimmt. Bei Pop-Up Store gibt es italienisches Flair, italienische Mode. Hast du schon was gekauft? Ja, natürlich. Ich bin eine gute Käuferin beim Tom. Er hat immer das Aktuelle, das Neueste. Es ist auch so ein bisschen shabby-chic dabei, Ibiza-Style. Und das trifft voll meinen Geschmack. Bei Pop-Up Store, Thomas, kaufen alle gern ein. Wie sieht es das Wochenende aus zu Pfingsten? Ja, ich habe natürlich am Pfingstwochenende auch offen, dass die Kunden bei diesem schönen Wetter bei mir shoppen können. Ibiza-Style, freche Mode aus Italien. Hast du Sommerfeeling jetzt? Ja, ich trainiere jetzt für meine Bikini-Figur. Und heute bei Springer, da gehe ich immer gut einkaufen. Da gibt es spezielle italienische Spezialitäten natürlich. Aber damit ich meine Bikini-Figur wieder zurückbekomme, oder meine Badehosenfigur, hilf ich mir halt beim Weinkosten, beim Weinkosten, beim Weinkisten sortieren. Und jetzt gehen wir nach hinten ins Magazin und da haben wir 17 Kisten besten italienischen Wein. Ich muss erst einmal kosten, ob er auch gut ist, aber dann nehme ich an, das passt. Und wenn ich die 17 Kisten jetzt gut verräume, dann kann man wieder mal im Schwimmbad ansehen lassen. Und was empfehlen Sie so besonders von Italien? Was gibt es da Feines zum Speisen? Also wenn schon mal das Wetter mitspielt, so wie heute, das richtig schön ist, dann würde sich natürlich Prosciutto mit Limon und Melone anbieten und ein Glas Prosecco dazu ist auch kein Fehler. Ein neues Geschäft, Rosaria. Wels in Italien. Also jetzt werde ich das einmal kosten. Das ist ein Joghurt. Vom italienischen Umfeld kommen wir jetzt in ein regionales Geschäft. Ja, ich bin jetzt halb Italiener. Von meinen 9 Enkeln sind 7 halb Italiener. Dann habe ich von den Schwiegersinnen sind auch die Hälfte Italiener. Also ich bin schon wieder dabei, das wieder einzugemeinden. Lieber Helmut, was machst du beim Alpenlachs? Ich habe jetzt beim Springer 17 Kisten Wein sortiert. Zwecks Badehosenfigur und jetzt stürze ich mich in die Fluten, wo es den Alpenlachs gibt. Da gibt es auch hier im Geschäft einen guten Wein und österreichische Qualität. Bleiben wir bei Österreich und der Alpenlachs, wo ich mich jetzt hineinstürze, werde ich einen Fisch fangen. Ich hoffe, dass er mir der weiße Hai frisst. Und zum Schluss unseres Drehs aus der Welser Innenstadt, wo sich die Leute schon jetzt italienisch fühlen, stehe ich natürlich beim Café Nummer 1 hier in der Schmidtgasse, wo es den besten Cappuccino gibt und die freundlichste Bedienung.
die Chefin rechts von mir, Sie sehen sie links im Bild. Und du bist die Kellnerin, Alessandra. Die Alessandra, die freundlichste Bedienung hier in der Schmidtgasse. Hier gibt es natürlich auch Kollationen, das beste Frühstück mit Croissants und mit Vanille gefüllt und zum Beispiel. Und ja, es ist alles, hier alles top. Und kommen Sie zu einem Frühstück vorbei hier bei Mika. Das zahlt sich aus, Sie gehen gestärkt in den Tag. Und wenn Sie am Abend nach Hause gehen, trinken Sie keinen starken Kaffee, da gibt es auch alles andere. Ein Glas Weindel, ein gutes italienisches Weindel, und Sie schlafen besonders gut.